Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworteten: Wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen, darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Thank you.
Eine weitere Begegnungsgeschichte Jesu mit den Jüngern. Doch diesmal scheint Petrus das eigentliche Ziel der Begegnung zu sein. Dreimal soll er Jesu Frage beantworten, ob er ihn lieb habe. Genauso oft, wie er ihn am Karfreitag verleugnet hat. Eine milde Strafe? Niemand ist frei von Schuld, Jesus weiß das. Er sendet Unvollkommene zu den Menschen, nicht Perfekte und Vollendete. Kaum hat Jesus im Matthäusevangelium im Kapitel 16 Petrus als Fels für seine Kirche bezeichnet, beschimpft er ihn wenige Sätze später als Satan, der nicht Göttliches, sondern Menschliches wolle. Gutes und Unvollkommenheit liegen bei uns immer dicht beieinander, halten aber Gott nicht davon ab, uns zu verlocken, das Richtige, das Gute zu tun. Und sei es, Schafe zu hüten.